Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort, wieder mit Emmy und Wusimu. Hallo. 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 So, Emmy. Ah nein, Wusimu, ich komme erstmal zu dir. Ja. Und guck mal eben schnell. Da machst TP, Spieler zu Zielspieler. Hallo? Ein kleiner Spaß im Sommer. Aha. Nicht nett. Ach, stimmt, du bist ja nicht im Creative. Nein. Okay. Oh, du hast einen Delfin hier. Aber die Brücke ist doch eigentlich noch weit weg, oder? Ich weiß aber nicht, wie weit hier nach hinten geht. Ich hab's mal abgezählt. Hä? Ja. Oh, das ist aber schon groß, ey. Riesig. Es müssen ja auch viele Tiere reinpassen. Ja, das stimmt. Die Arche Noah am Ende. Sonst mache ich noch schnell hier einen Weg. Hast du hier schnell. Dankeschön. Bitte. Da kann man nach unten. Einen Weg nach unten habe ich noch nicht gebaut. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Kannst ja schnell nach unten gehen. Aua! Ich werde gemobbt. Komme ich hier nicht mehr raus? Doch. Okay. Ja, guck mal, wie weit das rauskommt. Sonst müssen wir halt eine Kurve in die Brücke bauen. Dann ist das auch so. Aber nicht mein Laden. Den baue ich nicht mehr um. Das ist gar nicht mein, das ist deiner, oder? Ja, oh, doch. Ist das meiner oder deiner? Nein, ist deiner. Ja, ist meiner. Meiner ist auf der anderen Seite. Ich hab das erst Haus. Erstmal gucken. Hä? Das Haus habe ich vorhin im Plan noch nie gesehen. Welches Haus? Also den Laden. Achso. Da hinten ist noch so ein. Irgendwo sieht man, glaube ich, auch gar nicht von hier. So ein abgehackter Turm. Da baue ich gerade eine neue Farm. Mal gucken, ob sich das bewährt. Mal schauen. Okay, ja, dann guckst du halt einfach mal. Wie gesagt, sonst bauen wir ein bisschen um. Das ist ja kein Problem. Umbauen ist ja kein Problem. Machen wir ja gerade. Wieso? Ja. So, dann wieder ins Resort. Hallo, wieder zurück. So, Emmy, komm mal mit. Wo bist du? Ich farm gerade ein bisschen Fichtenholz. Ja, das ist wirklich toll, aber ich habe eine Idee und weiß nicht, wie ich die umsetzen soll. Mhm. Weißt du, ob wir Glas haben? Ich nehme erstmal Erde. Dann verschwendet man nicht so viel, kann man das später noch austauschen. Haben wir denn genug Erde schon, um alles schön zu bauen, die Hügel, Erdhügel? Oder? Ja doch, nein. Mit Schlamm. Schlamm? Und Moos. Ah. Und so ein bisschen so. Hübsch. Ja. Ein Glas oder zwei Gläser? Ein Glas würde ich machen. Hier natürlich nicht. Es sieht irgendwie merkwürdig aus. Da müsste noch hier. Nee, das sieht komisch aus. Kommst du mal gucken? Ja. Ja, ich habe jetzt hier die Seite, wollte ich etwas größer machen. Quasi so einen Doppeleingang haben. Aber irgendwie sieht das merkwürdig aus. Ja. Also hier, wo die Erde ist, soll Glas rein. Aber, und ja.
Nicht ganz so schön, oder? Ja. Wie würdest du die Erdhügel bauen? Eher rund oder eher natürlich? Genau, ich würde, dass der Eingang so rausguckt, quasi. Ja. Und der Eingang dann eher so natürlich so einfach. Ja. Also tatsächlich nur so einbauen. Ja. Und den Eingang holzmäßig rausgucken lassen und dann so vielleicht. Ja, und dann, warte. Das so ein bisschen aussieht, als wenn es im Boden steckt. Und dass wir hier dann noch. Und ich würde hier so. Die Wege hinmachen. Den Ring hier, den ersten Block. So nur den ersten draußen lassen. Ja. Okay. Ja, dann kann man nach hinten ja auch schnell etwas größer werden, weil wir wollen da ganze Familien unterbringen. Jetzt ist natürlich die Frage, das überirdisch zu machen, da werden diese Erdhaufen viel zu groß. Wollen wir dann. Ja. Genau, dass wir das dann einfach unten unterirdisch. Und dann brrr. Runter. So mit Kerzen und so Lampen. Aber man kann ja auch Fenster bauen. Dann machen wir einfach Glowstone hin oder so. Ja, das sieht dann ja auch nett aus. Okay, alles klar. Wird das genau so gemacht. Dann noch ein bisschen weiter. Den Boden, würdest du den austauschen oder würdest du Wände und Boden im gleichen Holz machen? Im selben Holz. Okay. Und ich dann würde alles so Fichtenholzmäßig halten. Ja. Und so das Grau. Wir wollen ja noch den Tiefenschieber dazu machen. Genau, genau. Und dann so dunkelgrau. So Teppiche dunkelgrau, Betten dunkelgrau. Ja, finde ich gut. So einfarbiges. Das ist mir gut. Das machen wir dann noch unten. So. Ich habe jetzt auch schon ein paar Stacks Fichtenholz. Dann kannst du mir ja eigentlich hier helfen. Ja. Du hast mit diesen Höhlen schon ein bisschen Erfahrung. Ich habe 2 gebaut. Ja, aber du hast immerhin schon mal sowas gebaut. Ich habe sowas noch nie gebaut. Und selbst nur eine davon ist fertig. Weil ich zu faul bin zu graben. Ja. Passiert. Gut. Ich versuche gerade hier so ein bisschen Struktur reinzubekommen. Hm. Dass wir hier einfach, also dass wir diesen oberen Raum schon mal so ein bisschen fertig haben. So, den würde ich gerne so als Eingangsbereich vielleicht doch ein bisschen größer machen noch. Eingangs- und Wohnzimmerbereich würde ich den eigentlich ganz gerne nutzen. Und dann kann man vielleicht hier an der Seite eine Treppe nach unten machen. Oder von mir aus an beiden Seiten Treppen nach unten. Jeweils davon dann Räume abgehen lassen. Hm. Nicht gut. Kannst du vielleicht ein paar Fichtenholztreppen besorgen? Ja. Danke. Jetzt 1, 2, 3. Dann machen wir auch 2. Wenn man Fässer abbaut, bleibt das dann da drinne? Das Zeug? Nee, ne? Es droppt. So, aber das ist dann. Nee, das ist nicht schön. So. Nein, dann haben wir 4.
2, 3, 4. Und 2 und 2 und 3. Bitte. Dankeschön. So nett von dir. Ich weiß. Bin immer nett. Das stimmt. So, hier machen wir zu. Also so würde ich den Hauptraum machen, von der Größe her. Das soll ja eigentlich alles relativ klein sein. Ich hätte gerne im Wohnbereich, den kann man hier reinmachen, ein Elternschlafzimmer, ein Kinderschlafzimmer und ein Badezimmer. Ich denke, das sollte doch gut machbar sein, oder? Ja. Man könnte die Treppen jetzt auch hier lang machen. Nach unten. Meinst du, dass man so abbiegt? So, boom. Ja, mehr oder weniger. Mhm. Wo würdest du den Boden anfangen? Hier, in der oberen? Also hier oder eher hier? Was meinst? Also eher hier oben weiter, ja. Ne? Sonst, glaube ich, wird es dann auch zu tief. Ja, und dann dachte ich tatsächlich daran, eventuell hier runter zu gehen. So. Dann quasi die hin. Ist zwar ein bisschen gefährlich hier, wenn man hier so runterkommt, könnte man da reinfallen. Aber wir sind ja alle schlau und fallen nicht rein. Das denke ich auch. Brauchst du gut. Noch was aus dem Lager? Jetzt gerade nicht, nee. Glaub nicht. Das gefällt mir so doch schon ganz gut, muss ich sagen. Hier haben wir jetzt eine Zweierhöhe. Eine Dreierhöhe machen. Eine Dreierraumhöhe auf jeden Fall. Frage ist, gehen wir koppelmäßig hier rüber? Wir also hier im Wohnzimmer ein rundes Dach haben sozusagen? Oder machen wir das flach? So ein bisschen rund würde ich cool fänden. Dass man irgendwie also, ein oder zwei Blöcke rund ist, ne, so vom Ding, dann gerade zum Schluss wird. Ja, also hier rüber in die Richtung können wir mit keinem Zimmer gehen, unterirdisch. Dann im Wasser. Da könnten wir eine Wand hinmachen, dann kann man aufs Klo gehen unter Wasser. okay. Die Idee. Oder ein Zimmer, das Schlafzimmer ist unter Wasser. Also mit einer Wand unter Wasser. Das geht auch. Okay. Das ist 2, 3, 4. Also hier würde ich jetzt nicht tiefer gehen. Nein, natürlich noch, weil wir ja noch die müssen. Ja. Ein bisschen aufpassen, dass wir das Ganze hier nicht zu riesig machen unten, weil wir ja noch die anderen Hütten hier auch unterbringen wollen, ne? Nee. Nee? Doch. Voll. Was denn? Wenn voll, dann voll. So, ja. Naja, also, wie gesagt, 3-4 Stück reichen am Ende ja auch, ne? Also es gibt mit Sicherheit auch Leute, die eben nicht hier wohnen wollen, sondern die eher woanders wohnen wollen.
Mit Sicherheit. Nicht. Aber ja. Hast du zufällig Fackeln dabei? Schön. Das ist da auch Kohle, ne? Ja, habe ich schon gesehen. So, dann machen wir gut, hier. Wolltest du jetzt ab 3er Raumhöhe dann, dass wir hier quasi hochgehen, oder würdest du das hier ein bisschen größer machen? Nee. Also, da würde ich eigentlich, wenn wir das kuppelartig machen wollen, tatsächlich von der Seitenhöhe mit 2 anfangen. Dann quasi gleich auf 3 erhöhen und so. Also quasi ab hier das Dach los anfangen. Ja, genau. Okay. So, dann gucke ich hier mal. Und schon habe ich hier Wasser. Amazing. Das ist schon recht schnell hier. Also, ich würde das Ganze ein bisschen Richtung Tiny Homes regeln. Vielleicht können wir das Elternschlafzimmer auch einfach hier oben mit reinmachen. Oder, ich weiß noch nicht, mal gucken. Schau ich erstmal, was hier jetzt so auch mit dem Wasser möglich ist, seit ich hier rüberkomme. Okay, das ist natürlich nicht weit. Haben wir noch Glas? Weißt du das zufällig? Nee. Hast du nicht oder haben wir nicht? Weiß ich nicht. Nicht. Ich kann gerne gucken gehen. Mach du da mal weiter, ich geh gucken. Vorhin gefragt. Deswegen ein bisschen lustig. Bisschen. Bisschen. Du hängst schon wieder da in dem Wasser, ne? Ja. Ach, die ist unglaublich. Ist ja auch warm. Ja, aber die soll trotzdem da nicht so rumhängen. Warum? Weil ich die sonst immer wieder einfangen muss. Ist aber unzerstörbar. Ah, das stimmt. Super Glas. Du, was wir sie eigentlich auch nennen müssen. Super Du, ja. Ich würde. Würde ich schon sagen, fragen, hast du sie nicht eingesperrt? Die, du, die Kuh. Aber nee. Das Gewalt ist abgerissen. Jetzt hier, stimmt. Ja, ich habe sie kurzzeitig eingesperrt und dann war es das wieder. Irgendwie finde ich kein Glas. Warum finde ich kein Glas? Vielleicht haben wir gar kein Glas. Aber ich hatte doch recht viel Glas gebrannt. Wir hatten eine Zombie-Falle, also eine Monster-Falle gebaut, Mama. Ah, da ist das ganze Glas hin. Okay. Verstehe. Haben wir es gemacht. So, haben wir denn Sand unten, weißt du das? Ein bisschen was, aber nicht viel. Das ist schon im Lager eingeräumt, ja. Okay, ah ja, da. Bisschen was. Ah, bisschen was. Das ist ja ewig viel. Ja? 4 Stacks. Ja, ein bisschen was halt, ne? Ja, für Resort-Verhältnisse unglaublich viel. So, unter Wasser würde ich aber durchsichtiges Glas nehmen. Ja. Weil das sieht sonst, denke ich, doof aus. Wo wollen wir denn den Tiefenschiefer überhaupt mit einbauen? Keine Ahnung. Oh, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht kann man daraus die Küche machen oder so. Ja. Haben wir irgendwas an Wolle? Nicht wirklich, ne? Das ist nicht symmetrisch. Weil. Mama, so, jetzt. Das war nicht symmetrisch? Das Dach.
das war nicht ich. Warum hast du dann Mama gesagt? Wir doch nicht die Schuld? Nein, hab ich dir doch nicht. Ich hab doch nur gesagt, dass es nicht symmetrisch ist. Das hier sieht aber komisch aus jetzt. Ja, das müssen wir noch ändern. Das müssen wir irgendwie optimieren. Sonst finde ich das gut. Ich hoffe, du hast dir gemerkt, wie du das gebaut hast, dann für das nächste. Ja, das ist nicht schwer. So, dann wollen wir hier mal. Hoffe ich zumindest. Den Boden. Das hier. Und dann die. Rein und. Und wenn, kann man ja auch abgucken. Kann man den abgucken? Wenn man etwas, wenn wir was nicht wissen, ja. Können wir ja abgucken gehen. Das ist, hast ja recht. Ich mache hier jetzt so einen Durchgang, also so ein einer Durchgang. Und auf so einem Boot. Ja, genau. Den führe ich hier so unter die Treppe und das Wohnzimmer. Da können wir nämlich schön was drunter bauen. Auf jeden Fall Platz dann. Gut, ich brauche die Richtung. Gleich deine Meinung. Ja, die kannst du gleich bekommen. Und da haben wir nämlich auch schon die Decke da drin. Das ist total toll. Und hier machen wir alles. Oh, da kommen wir weiter raus. Hast du die jetzt oder? Nee, in einer Sekunde. Ja, okay. Na, dann kann ich ja noch in Ruhe weiterbauen hier. Ja. Ja, okay, du kannst kommen. Ja, kleinen Augenblick. Ich kämpfe gerade mit dem Wasser. Ja, die Elemente. Du hättest sie aufhalten können. Ich bin halt nicht der Avatar. Warum nicht? Das weiß ich auch nicht. So. Welche Seite findest du besser? Hier. Ja? Finde ich besser, weil das etwas offener wirkt. Gut. Das süß wirkt. Also wenn wir hier eine Fensterfront reinmachen, geht gar nicht, ne? Weil wie weit sind wir hier unten? Gar nicht. Also. Gar nicht. Ah. Okay. Nee, das würde ich zumachen. Da könnte man doch eventuell, also das Holz schon rausnehmen, das eins weiter nach hinten setzen und da Blumen oder irgendwas hinpacken und Laternen. So wie ich meine? Nee. Das nur auf der Seite, weil es jetzt gerade einfach ein bisschen einfacher ist. Ja. Also, wir wollen ja hier das Ganze mit Erde zu bauen. Genau. Nicht mehr rein. So. Und dann könnte man einfach das Holz hier hin machen. Und da dann so einen kleinen. Okay, ja, verstehe. Und da dann Laternen, sowas halt hinmachen. Ganz gut. Und dann fände ich das auch echt süß mit den. Ne, wir lassen es so. So ist okay. Okay. So. Gucke ich hier unten nochmal weiter. Ich hoffe. Ich auch. Nächstes Mal einen Amboss. Brauchst du einen Amboss? Warum brauchst du einen Amboss? Ich muss meine Spitzhacke reparieren. Ah. So. Was das? Gut.
Was? Einmal. Okay. Das Frage? Weg. Ja? Wann soll denn dann... Schreib mich doch nicht so. Ja? Komm mal mit, komm mal raus, komm los, lauf schneller. Wo soll denn dann das zweite Haus hin? Also hier ist quasi, also hier wird der Eingang sein, ne? Hier werden wir mit dem Weg lang gehen. Mhm. Und ich möchte, dass alle Häuser an diesen Weg angeschlossen werden. Also hier so? Ja. Wir können alle einen kleinen Garten dazu haben, aber es muss nicht nach vorne raus sein, sondern es kann auch nebendran ein kleiner Garten sein. Also so hier so, ich fände es cool, wenn die so alle im Kreis wären quasi. Das finde ich gut. Also hauptsächlich auf dieser Ebene wäre schön. Und hier hinten, da wollen wir ja die Farmen und sowas lassen. Und gut. Okay, vielleicht noch einen kleinen Spielplatz oder einen kleinen Grillplatz für die Leute. Muss man mal gucken. Okay. Gut, ich wollte irgendwas machen. Ach, meine Hacke. Fange ich hier schon mal an. Mach du das. Das und ich kümmere mich erstmal um das Innere. Na rein, genau. Haben wir schon einen Amboss irgendwo? Nein. Nee, nee. Gucken, ob wir einen zusammenkriegen oder ob es am Ende doch besser wäre. Einfach eine neue. Ich glaube, es ist besser, oder? Anstatt jetzt das ganze Eisen zu nehmen. Keins mehr zusammen. Müssen dann unbedingt mal irgendwie eine Tour machen oder so. Vielleicht kann man das mal zu dritt oder so oder zu viert erledigen. Aber mal dann schauen. Die vielleicht ganz gut ist bei einer Höhle. Ja, die suchen bei uns vorher. Das würde ich also nicht dem Zufall überlassen. Ah, jetzt habe ich das Glas vergessen. Jetzt ich hätte einen Portpunkt im Lager, ne? Aber ich will den jetzt irgendwie nicht nutzen. Ich habe so tolle Ideen für zukünftige Portpunkte hier im Resort. Dann brauchen wir nämlich die Minimap nicht. Wie ihr merkt, ich will unbedingt weg von diesem Mods. Ja. Wir bauen ja weit runter, weil hier ist dann ja das Meer. Ah, ja. Der Ocean. Aber ich glaube, sollte eigentlich, wenn wir also runtergehen, passen. In diese Richtung bauen wir ja gar nicht so viel. Wenn wir runtergehen, gehen wir ja eigentlich eher nach vorne. Ja. Zu den Seiten weg. Dann muss ich mir das einmal abgucken. Hier und dann... Ich glaube, ich muss mal ins Wasser erstmal. Obwohl, warte, nein, das mache ich, wenn ich hier alles fertig habe. 1, 2, 3, 4, dann 1 raus. Ah! Warte, du hast die Form. Upp. Ist 1, das 2, weg? 4, dem. Kannst du gleich gucken? Also weißt du, wie die Ursprungsform noch war von dem Haus? Moment, ich komme. Lass noch eins sammeln. Hier muss ich ja selbst noch hinter Kobbel hinterher springen. Wie meinst du das, Grundform? Ach so, ja, das weiß ich. 2, so 1 hier vorne. Ja. Warte. 2. 4, 2 und 2. Ich glaube, du hast es genau richtig. So, oder? Aber ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal schauen. Was das genau? Zwei, zwei, drei. Nicht so einfach, ne? Mhm.
Hier kommen schon die Stufen hin. Mhm. Genau. Kommen hier welche hin? Hier kommt die Treppe nach unten. Dann gehe ich nochmal gucken. Ja. Gut. Jetzt weiß ich's. Das ist gut. So. Dann ist das hier. So. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Also es ist, manchmal ist das verwirrend. Ja. Ja, also total verwirrend. 1, 2. Dann 1 frei. Ich glaube, ich habe das richtig gemacht. Gut. Das hat sich so, 1, 2. Dann hier, genau, das eine ist frei. 1, 2, 1, 2. Und hier. Quasi 1 zu hoch. Auf dieser Seite. Ja, das wollte ich noch wegmachen. Das war nur weil. Aber sonst genau so passt es jetzt. Gut. Müssen wir das andere wegmachen, das sieht merkwürdig. Das Schöne ist jetzt mit diesem Runddach, da kann man so richtig schön mit dem Erdhügel drauf aufbauen, ne? Ja. Zu den Seiten noch ein bisschen smoothen, aber zu viel würde ich das auch nicht machen. Dann passt das. Smoothen. Smoothie. Das wird ganz smoothie. Ich mag das smooth. Okay. Gut, ich mache jetzt erstmal nur die Grundrisse, würde ich sagen. Und du kümmerst dich um der Underground. Okay. Da kämpfe ich mit dem Wasser. So. Aber total schön, ehrlich, total schön. Ich würde, glaube ich, das Badezimmer in diesem Fall hier irgendwie reinmachen. Und hier hinten rum Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und das Kinderzimmer quasi als Durchgangs... nee, das ist doof. Kinderzimmer als Durchgangszimmer ist eine doofe Idee. Da machen wir lieber... Das ist auch eine doofe Idee. Wo mache ich das Badezimmer hin und wo mache ich das andere hin? Weil das wäre echt schön, wenn alle diesen Wasserblick hätten irgendwie. Hier hinten noch einen Durchgang machen. Hier quasi zumachen. Dann gibt es da keinen Meerblick. Oder wir gehen in die Richtung. Das geht auch. Na gut. Wir müssen jetzt eh bald Schluss machen. Der Part ist heute leider dann ein bisschen kürzer, aber die Zeit reicht heute nicht so. Aber ein paar Minuten können wir noch. So 10 Minuten oder so können wir noch machen. Und das Schiff ist noch nicht so lang geworden, zum Glück. Ah, sehr schön. Ich glaube, ich mache das. So. Hier die Mitte. Und dann machen wir hier das Elternschlafzimmer hin und da das Kinderzimmer. Einer hat halt mehr Blick und der andere halt nicht. Ja, ist halt so. Ist halt so. Ich würde dann wahrscheinlich dem Kind den mehr Blick geben. Den Erwachsenen.
Und wie gesagt, alles ein Tiny. Ich finde das einfach passend für so kleine Erdhügel. Finde ich das viel passender, wie jetzt große Häuser zu bauen. Ja. 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 Da hast du recht. Boah. Finde ich doch ganz schnuckelig hier. Also auch die Größe, aber vielleicht machen wir das Ganze doch auch ein oder zwei weiter. Wäre halt der Eingang. Könnte man machen, also Kleiderschrank oder so hinpacken, ein bisschen Deko. Elternbett würde bis hier rauskommen. Machen wir einen kleinen Überbau, damit man Platz hat. Also ich denke, die Größe passt dann jetzt hier auch. Also es ist tatsächlich ausreichend. Nicht riesig, aber eben auch nicht zu klein. Gott, mir ist gerade voll warm. Dabei ist es heute eigentlich relativ kühl. Relativ. Ja. Oh, das Schiff wäre grundsätzlich fertig. Also, was noch fehlt, sind Deko-Sachen. Okay, ja, komme ich gleich mal gucken. Das hier unten jetzt noch mal eben fertig und dann. Ja, die Unterseite vom Schiff ist dann flach. Aber. Weiter. Ich glaube, das. Ich weiß gar nicht, wie Schiffe darunter aussehen, ob sie auch flach sind. Aber. Ich lasse es einfach mal so. Das ist einfach flach, genau. Also, ich glaube, das wird mit Sicherheit unterschiedlich sein, je nachdem, was die Schiffe eingesetzt werden. Ja, aber ich denke, unterhalb vom Schiff sieht es muss einfach oberhalb gut aussehen, nicht unterhalb. Ja, das interessiert niemanden. Keiner schwimmt da unter und denkt, das ist aber falsch. Oder bist du schon jemals unter ein Schiff geschwommen und hast gedacht, hä, die sind ja rund? Ich kann nicht schwimmen, also von dem her übrig das. Naja, nachgucken könntest du ja. Ich weiß noch nicht, ob du es dann nochmal jemandem erzählen könntest. Yeah. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie Schiffe von unten aussehen. Also bei kleinen Bötchen, da kann ich sagen, die haben eine leichte Rundung und so einen Kiel, Keil. Ein kleines Ding irgendwie. Keine Ahnung, warum die das haben. Also das mit ist Schiffen. Viel Wasser, die Strömung. Die meisten Schiffe sind, glaube ich, unten so leicht gerundet, so ovalmäßig. Jetzt kommt der Profi hier, ha? Okay, alles klar. Emmy weiß mehr wie ich. Das finde ich sehr beeindruckend. Ja, weißt du das? Videos. Ah, YouTube bildet also doch. Tatsächlich schon, ja. Manchmal, ne? Ja. Okay. Ich habe das jetzt gleich hier fertig. Was heißt fertig? Die Raumgrößen festgelegt. Also Kinderzimmer und Schlafzimmer, Badezimmer müsste ich noch machen. Das gefällt mir so in diesem kleinen Stil, ne? Wir hatten ja damals Tiny City. Erinnert sich bestimmt auch der ein oder andere dran. Und da fand ich das auch immer total schön, diese kleinen Häuschen. Spaß gemacht, das einzurichten. Selber könnte so nicht wohnen, aber schön finde ich es trotzdem. Oh, oh.
Maschine beim Hack verbaut. Das sieht da ziemlich unsymmetrisch aus. Ah, ich hasse es. Bisschen Zeit hättest du ja noch, bis ich da bin. Das gleiche Problem habe ich hier auch. Ich habe mich auch, was heißt verbaut in dem Sinne nicht, aber ich habe es zu groß gemacht. Ich weiß gar nicht, was hier der fehlt. Echt zu groß hier. Hätte ich rein müssen. Und dann eins. Und dann die Wand. Ist nur. Das wären zwei gewesen. Zwei, so. Dann nehmen wir das nochmal wieder raus. Jetzt verschwinden. Ah, den Fehler gesehen. Das ist gut. Ja, ich hasse es, wenn es nicht stimmt. Ja, ja. Also Symmetrie ist so eine Sache. Also man kann bei manchen Dingen damit leben, bei manchen mehr, bei manchen Dingen weniger. Also bei so Wohnungen und Häuser und so, finde ich, kann man auch mal damit leben, wenn es nicht ganz symmetrisch ist. Nein. Schwierig. Okay. Ja, es ist schwer, aber es geht. Es geht durchaus. Symmetrie ist sehr wichtig im Leben. Ja. Symmetrie ist immer schön. Es nimmt unser Gehirn als schön wahr. Deswegen finden wir auch im Durchschnitt symmetrische Gesichter schöner wie unsymmetrische Gesichter. Eine andere Frage. Was sind deine Lieblingsfarben? Ob du die Farbe für das Resort? Gott, meine Lieblingsfarben ist schwierig. Habe ich sowas? Nein. Ja. Hab ich nicht. Klar. Ja? Ja. Ich sag nur Küche. Ja, okay. Also grün. Hellgrün. So ein helles Grün. Yeah. Das ist so meine Lieblingskontrastfarbe. Aber meine Lieblingsfarben an sich eigentlich, habe ich nicht wirklich Lieblingsfarben. Ich kombiniere gerne alles mit Schwarz. Okay. Grün und Schwarz. Wie ging mein Flocken wieder? Ich hab's vergessen. Weiß ich nicht. Blöde Problem. Ihr bist eben. Ich hab vergessen. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie es wie Flocken gehen. Das muss doch in diesem komischen Webstuhl gemacht werden, oder? Wie? In diesem Webstuhl werden die doch jetzt gemacht, oder? Die Flaggen. Webstuhl? Ah, nein. Hm? Oder gibt es wirklich in Game Flaggen? Hm? Also ihr macht die einfach aus Wolle. Okay. Dann machst du ja die Banner. Dann packst du das doch im Webstuhl, um die einzufärben, oder nicht? Ich glaube, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Jetzt sehen wir einmal da runter. Achso, Emmy, bei dir sollte ich jetzt nichts gucken, oder? Nö. Nicht, dass ich dich ignoriere. Ich baue einfach nur nach. Das ist gut. So, Wusimo, ich komme gleich zu dir rüber. Okay. Guck mir das an. Wir müssen jetzt auch gleich dann den beenden. So, ich denke. Okay, so, das kann man so lassen. Oh, mich zieht's hier nach unten. Okay, also ich habe unten die Zimmeraufteilung habe ich jetzt soweit fertig, außer das Badezimmer. Fehlt noch. Habe auch den Schwarzstein etwas eingebaut. Nein, den tiefen Schiefer. Mal gucken möchtest.
Ja, ich komme. Könnte man den auch noch mit einbauen? Schnell. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Der in der Mitte zu viel oder? Okay, ich glaube, ich bin jetzt ganz unsicher. Ist fast zu viel, oder? Ja. Ich fand das in Holz besser. Das war jetzt irgendwie doch zu viel. Und da, wo ich diesen Rahmen gemacht habe, gegenüber von der Treppe, da kommt dann das Badezimmer hin. Finde ich gut. Okay. Und ich würde das einfach, also versuchen natürlich, jedes Haus einigermaßen gleich zu machen, was den Innenbereich angeht. Aber wenn es dann ein bisschen abweicht, ist das auch nicht weiter dramatisch. Ja. Dann ist die Zimmeraufteilung halt anders. Wichtig ist ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, Badezimmer und oben den Wohnbereich. Ja, das ist okay, wenn wir da uns so an dieses Ding halten. Ja. Gut, okay. Ich sehe gerade, wir müssen jetzt Gas geben. Bosimo, ich komme zu dir. Okay. So. Du wieder am Wasser. Aber diesmal ist es nicht extra gemacht. Das wird dann Anleger. Die Luke. Also die Luke, die Beladeluke. Yeah. Ja. Hast du auch schon eine Treppe nach oben? Nein. So kreativ. Ich will das auch. Es ist schon ganz schön groß geworden, aber das ist ja echt süß, die Flagge. Ich hatte gedacht, du wolltest Banner machen. Deshalb habe ich gedacht, du redest davon. Dieser Schornstein ist ja cool. Das ist ja mal cool. Aber grün-schwarz, die Flagge vom Resort. Ja, ich habe Ideen, ich habe Ideen. Oh nein. Das sieht cool aus, gefällt mir richtig gut. So, ja. Das ist unten ja ganz flach. Ich weiß, das meinte ich auch. Nämlich die Version, die ich baute auf der Testwelt, da war es unten nicht flach, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Nämlich, es war mit dem Router hier hinten vom Antrieb, war es schön ausgerichtet unten, aber irgendwie passt es jetzt gar nicht mehr. Ich finde das völlig in Ordnung. Wie gesagt, keiner guckt unter das Schiff. Und außerdem, wenn ich dort unten alles schön nach spitzig machen werde, ich glaube, da müsste ich den Untergrund auch noch abbauen. Nee. Ja, nein, das sieht doch so schön aus mit den Korallen. Das lassen wir so. Also, ich finde es toll. Ist richtig toll. Dann noch kleine Änderungen machen. Also Innenräume noch ausbauen und so. Und dann wäre ich fertig. Wie cool. Gefällt mir richtig gut. Hast du toll gemacht. Danke. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe nichts anderes erwartet. Das ist ja so sein Ding. Für Flugzeuge. Okay, ich habe zwar ein Vorlagerbuch. Ich habe auch noch einige Sachen selber reingepackt. Mama? Ja, Kind? Ey, wir sollten auf jeden Fall mal in diese Höhle hier unten gehen. Die ist sehr toll. Höhle wo? Hier. Unten. Die ist toll. Direkt am Eier. Okay, alles klar. So, dann wissen wir doch schon, wo wir die Höhlentour machen, oder? Ja. Perfekt. Plus Tour. Das ist noch was anderes als eine Höhle. Was geht's? Um die Höhlentour. Weiß, aber ich wollte noch jetzt tun, aber das hat mich doch nicht geklappt.
Da, weißt du, ich stehe öfters mal auf dem Schlauch, also von dem her. Alles gut. Okay. Nicht immer? Ich immer. Du immer, ja, das stimmt. Aber ich noch öfters. Also ich stehe auch manchmal auf Emmy am Schlauch, also von dem her. Das passt schon. Okay, so, jetzt müssen wir aber den Part beenden. Und ja, mal gucken, was wir im nächsten machen. Keine Ahnung, wahrscheinlich weiter erstmal an den Hobbit-Höhlen und ja, an der Neuauflage des Resorts. Nein, Neuauflage wird es nicht, aber der große Umbau. Mhm. Okay, gut, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.